Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, wir sind immer noch unterwegs, wie man sieht. Und ich würde sagen, wo wollen wir mal hin? Torgal. Achso, ja, wir sollten ja hier Indizienbeweise sammeln, ne? Und Torgal, genau. Ja, lass uns doch mal zu ihm gehen. Wir sind ja hier relativ weit oben, gerade im Norden. Ich würde sagen, hier machen wir mal später weiter. Aber er ist auch in hier. Ausgemerkt, Kritter. Ich bin daran gewöhnt, das Ding. Hier sogar wegrollen, ja. Und komm, haut drauf. Dankeschön. Gut gemacht, Axe. Gut gemacht. Er hat einen Totenkopf. Ah, den wollen wir auch nicht angreifen. Okay, wir müssen Richtung Süden. Ist das hier was? Nein. Ist das hier was? Nein. Weit nach Süden müssen wir denn? Oh, schon ein ganzes Stück, ne? Hier ist die kleine Farm. Ach nee, warte mal, lass mal kurz da hingehen. Denn für den einen Typi haben wir doch ein Schwert geholt. Da war doch was. Wo ist er? Wie hieß er? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, er war's. Rock. Lass uns über deine Reiseausstattung reden. Diese Waffe sollte deinen Ansprüchen genügen. Holla, mit dem Teil kann ich ja sogar Berge ebnen. Das ist genau das Kaliber, das mir vorschwebte. Der Typ, der jetzt Ärger mit mir sucht, bereut es ganz schnell. Ganz passabel. Ganz passabel, ne? Das stimmt, den Rest davon haben wir noch nicht, ne? Aber wir haben schon mal die Waffe gegeben. Der Rest folgt. Oh, warte, hier war doch was Böses, oder? Also, das heißt Böses, hier ist alles böse, aber... Oh ja, die Viecher waren richtig böse. Ist das nicht so ein Unholter, wie die hießen? Nee, nee. Die lassen wir mal noch, ne? Na, warte. Ah. Ja, die lassen wir definitiv noch. Lauf, Arx, lauf. Kommt die mir noch hinterher? Nee, gut. Gut, gut. Können wir uns ja um die da hinten kümmern. Was ist das? Pestratte, okay. Ich glaube, die hier sind schon eher mein Kaliber. Hey, ich wollte doch zuhauen. Kannst du mich unterbrechen? Oh, eine Frechheit. Mensch. Na gut, was heißt schon eher mein Kaliber? Kriegen wir wenigstens klein. So, was habt ihr hier gesucht? Ist hier irgendwas außer diese Pflanze? Ein Seelenkraut. Ah ja, Tatsache. Ein großer Heiltrank. Papier. Eine Beute. Was ist da? Ich glaube, da ist etwas, wo ich nicht hin möchte.
Ding sah riesig aus. Aber wir kommen später wieder und dann... Und dann, ne? Noch richtig? Oh, oh, ja, ja, ist ja gut. Ein schwacher Kritter. Ist ja witzig, wie die manchmal so verteilt sind. Aber ja, wir nähern uns. Also jetzt den Weg noch weiter runter und dann gleich rechts. Okay. Also ein Weg hier runter. Was ist das für eine Höhle? Ist überhaupt eine Höhle? Da unten wahrscheinlich. Hallo Pestratte, komm her. Mach dich bereit! Erkunden, ob da was drin ist. Ein Lagebericht, Metallschrott, Eisenerz, Schwefel, Heiltrank. Soweit ja ganz gut, ne? Und eine Ratte. So geht's ja nicht. Oh. Was ist das? Ein Hornwurf, okay. Na gut. Er hat den Fokus, das ist super. Können wir uns hier ranschleichen? Noch nicht. Noch den Fokus, wie es aussieht. Na, so ging es doch ganz gut zu zweit. Kann es sein, dass die Begleiter hier mal ganz nutzlos sind wie in Risen 3? Ich bin schon vorbeigerannt. Da standen sie ja teilweise nur blöd rum und ja, haben zugeguckt, wie wir sterben. Aber den Eindruck hatte ich jetzt hier noch nicht bis jetzt. So, wer bist du? Wache, Wache. Diese Dinger verunreinigen das Elex. Wir sollten es niederbrennen. Hier und jetzt. Findest du? Du bist hoffentlich nicht gekommen, um hier Ärger zu machen, oder? Du bist hier der Wachposten? Ja, richtig. Ich bin Torgal, Wache des Weltenherzes hier. Und du wirst ihm keinen Schaden verursachen. Sonst gibt's was mit der groben Kelle, klar? Fühlst du dich durch diesen primitiven Umgangston bedroht? Wenn du drauf bestehst, kann ich dir ganz primitiv in den Arsch treten. Also halt den Rand. Worauf sollte ich in dieser Gegend achten? Das weißt du besser als ich. Ich verlasse unseren Stützpunkt nur selten. Denn nur die Palisaden bieten halbwegs Schutz. Wenn du allerdings im Dickicht überrascht wirst, sieht es meist anders aus. Also sei vorsichtig. Verlass dich auf dein Gehör und schärf dein Auge. Dann passiert dir nichts. Wie ist die Lage? Na, sieh dich doch mal um. Dann kommst du vielleicht von alleine drauf. Ein Weltenherz zu bewachen ist keine einfache Aufgabe. Und jedes Mal, wenn es einen unserer Leute zerlegt, schnürt sich mir die Luft ab. Schließlich zählt jeder Mann. Euer Posten sieht unterbesetzt aus.
Ragnar, unser Anführer, hat mir eine stattliche Eskorte zugeteilt. Einige von ihnen habe ich mit einem unserer Setzer zu einem Hof in der Nähe der Kuppelstadt geschickt. Dort sollten sie ein paar Vorräte für uns auftreiben. Dass sie noch nicht zurück sind, verheißt nichts Gutes. Zumal es nicht angehen kann, dass Rock, also dieser Setzer, mich hier hängen lässt. Ich verstehe nichts von der Pflege eines Weltenherzes. Das ist seine Aufgabe. Ich kläre die Sache mit deinem Setzer. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das Angebot ablehnen würde. Sei aber vorsichtig. Es muss einen Grund geben, warum er nicht zurückgekehrt ist. Zur Erinnerung, unterhalb der Kuppelstadt findest du ein Gehöft. Dort solltest du nach ihm suchen. Na, den Grund kennen wir ja schon. Er hat keinen Bock mehr auf euch. Naja. Der Berserker Asko ist tot. Was sagst du da? Tot? Das ist... Wie ist das geschehen? Er wurde ermordet. Verdammt. Ich wusste es. Er war einfach zu ehrgeizig. Zu ehrgeizig? Das musst du mir genauer erklären. Askor wollte immer schon, seit ich denken kann, Krieger werden. Vor 3 Monaten war es dann soweit. Seine große Prüfung. Warlord Ragnar hat ihn, Duras und ein paar weitere Kandidaten geprüft. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Askor hat es wohl offensichtlich nicht geschafft. Er hat sich nicht überanstrengt. Er wurde ermordet. Ja, eine Schande ist das. Askor war ein guter Mann. Du kanntest Askor gut? Offensichtlich. Ein aufgewecktes Bürschchen. Ich hätte ihn hier oben gut gebrauchen können. Wann hast du Askor das letzte Mal gesehen? Etwa vor 3 Monaten. Er sprach immer von seiner Kriegerprüfung. Er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Wie lange bist du schon hier oben? Vor 3 Monaten war ich kurz in Goliath, um ein paar Dinge zu erledigen. Aber sonst bin ich hier im Hochland von Abessa. Hier oben kriegt man frische Luft und... Naja, die tiefen Wälder liegen mir irgendwie nicht. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht. Es ist... So beengend alles. Und nachts erst. Nein, nein. Ich gehöre ins Hochland hier oben. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Das will ich meinen. Vor meinem Schwert erzittern sogar die Alps. Du bist offenbar unschuldig. Wie war das? Du hast mich doch nicht etwa gerade ausgehorcht, oder? Doch, aber du kannst der Mörder nicht gewesen sein, da du offensichtlich große Angst vor tiefen Wäldern hast. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Askors Leiche wurde in einem solchen Wald kurz vor Goliath gefunden. So ein Dreckskerl. Man müsste dem Mörder mal so richtig... Ich arbeite dran. Gut so. Hoffentlich findest du das Schwein. Na, wir werden sehen. Viele bleiben ja nicht mehr über, ne? Ja, die beiden haben wir gefragt und einen von denen. Bleiben ja nur noch hier unten, die beiden. Geron und Iridor. Also erstmal hier umschauen. Oh, was ist denn hier los? Kleiner Heiltrank. Wache, wache. Hätten wir nach oben schauen sollen. Das ist der Weltenbaum. Quatsch, das Weltenherz. Macht das hier die ganze Zeit diesen Krach? So, das ist ein komisches Ding. Ah, hier unten ist nichts mehr drin. Okay. Ja, lass mich doch ruhig. Danke. Nehmen wir hier. Halt! Wir haben nur Berserker Zutritt, die diesem Weltenherz zugeteilt wurden. Oh, entschuldige. Der feine Herr Wachposten. Na gut, dann haben wir es ja hier, ne? Dann würde ich ja mal sagen, wir teleportieren uns zum... zur Hotelruine und schauen hier unten mal nach.
gucken, wie gut wir da hinkommen. Jetzt mit Axt. Die Größe des Hauses lässt darauf schließen, dass die Familie, die hier gewohnt hat, sehr mächtig gewesen sein muss. Wie kommst du darauf? Entweder die Familie hatte sehr viele Verwandte, oder dies war eine Brutstation. So oder so. Hier muss ein Herrscher gelebt haben. In einem Hotel. Naja, ich kenne hier alle kein Hotel. Achso, wir haben ja noch einen Lagebericht eingesammelt. Warte mal. Streng vertraulich. Das Weltenherz ist viel zu gut befestigt. Wir werden es an der Grenze dulden müssen. Dafür stimmen die Gerüchte. Der Konverter unten im Tal ist komplett abgeschaltet. In wenigen Tagen werden wir zurückkehren. Die Mission hat keinen Sinn mehr. Mhm. Gut zu wissen. Nach zu Geron marschieren wir jetzt. Bis wir das Schiff bekommen. Das erleichtert doch einiges in mir. Und zack. Eine Heilpflanze nehmen wir mit. Mal hier. Malertrank, Öllampe. Und Metallschrott. Eine Brause. Mhm. Na, ich sehe die roten Punkte, aber ich sehe die Gegner nicht. Achso, ein Kritter. Na dann. Der kann ruhig mal da bleiben. Was haben wir hier? Oh. Zu dem gehe ich mal nicht. Klägliche Überbleibsel einer degenerierten alten Kultur. Ein bisschen, ne? Hallo, Lennart. Und du bist? Ich bin Lennart, seines Zeichens angehender Meisterjäger. Zumindest, wenn Meister Geron mir gezeigt hat, wie ich mit den großen Exemplaren fertig werde. Du verstehst dich also auf die Jagd? Sagen wir, ich übe noch und feile an meiner Jagdtechnik. Und was ist mit dir? Kennst du dich in der Wildnis aus? Schade, wir sind kein geborener Jäger. Ich bin die Wildnis nicht gewohnt. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, ein Meisterschütze zu werden. Aber je länger du dich hier aufhältst, umso mehr wird die Natur dich lehren. Zumindest sagt mein Meister das immer. Wer weiß, vielleicht kannst du von ihm auch noch etwas lernen. Was hast du als letztes gejagt? Naja, Meister Geron und ich haben ein paar Viechern aufgelauert, die uns auf die Pelle gerückt sind. Wir konnten sie aufscheuchen, aber haben nur einen Teil von ihnen mit Pfeilen behaken können. Gerade als ich dachte, ich hätte den Rudelanführer im Visier, ist mir der Bogen aus der Hand geglitten. Wie hast du das denn fertiggebracht? Ich bin unglücklich gestolpert. Da habe ich mich wohl nicht besonders schlau angestellt. Jedenfalls haben die Biester dann Jagd auf uns gemacht. So viel dazu. Hast du deinen Bogen zurückgelassen? Natürlich. Ich habe sofort die Beine in die Hand genommen, als wir attackiert wurden. Dass man seine Waffe nicht zurücklässt, hat mir ja keiner beigebracht. Wenn du überleben willst, ist das die Grundvoraussetzung. Jetzt weiß ich das auch. Aber wenn dich so ein Vieh allein mit den Augen frisst, naja. Bist du denn zufällig noch länger hier in der Gegend? Meister Geron wollte mir bei der Suche nach meinem Bogen nicht helfen, aber mir wäre schon daran gelegen, ihn wiederzubekommen. Ich habe schließlich keine Ahnung, wie man einen neuen herstellt. Die Materialien zur Herstellung findest du in der Gegend. Die Bäume der Umgebung liefern dir das Holz und deine Tiersehne sollte auch nicht schwer zu bekommen sein. Ohne Bogen sehe ich da schon ein paar Schwierigkeiten. Leinen geht auch. Naja, ich kann es ja mal probieren. Dennoch wäre es einfacher für mich, wenn ich meinen alten Bogen wieder in den Händen halten würde. Wenn du mir also hilfst, werde ich meine Beute mit dir teilen. Außerdem hast du mir damit aus der Patsche geholfen. Das ist viel mehr wert. Ich treibe deinen Bogen wieder auf. Wenn du das tust, dann ist dir mein ewiger Dank sicher. Außerdem gebe ich dir neben meiner Beute noch ein paar Splitter. Oh, und das muss natürlich unter uns bleiben. Ich will nicht, dass Geron etwas davon mitbekommt. Wenn ich meinen Bogen erst einmal zurück habe, wird er sich damit schon abfinden. Also quatsch ihn am besten nicht darauf an. Wo genau hast du deinen Bogen verloren?
Es ging alles so schnell, darum kann ich mich an die genaue Stelle nicht mehr richtig erinnern. Auf jeden Fall war es weiter im Norden, unterhalb Goliaths, in der Nähe der Felsen. Das ist keine große Hilfe. Naja, vielleicht hilft es dir, dass die Biester, die dort waren, mittlerweile weitergezogen sind. Das macht die Suche weniger gefährlich. Aber wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Danke, danke.